Der Schnellzug fährt jetzt durch. Thomas und seine Freunde, das Abenteuer beginnt. Vor langer Zeit gab es auf der Insel Sodor eine kleine Eisenbahn, bekannt als die Nordwestern. Die kleinste Lokomotive, die auf der Eisenbahn arbeitete, hieß Edward. Er rangierte Güter an Personenwagen im Rangierbahnhof, damit die großen Lokomotiven die Züge ziehen konnten. Die größte Lokomotive auf der Eisenbahn hieß Gordon. Er zog für gewöhnlich den Schnellzug, aber über andere Aufgaben kümmerte er sich kein bisschen. Ein Güterzug, eine Schande ist das, eine Schande ist das. Ach Gordon, so schlimm ist das doch nicht. Doch Edward, es ist. Ich bin eine wirklich wichtige Lokomotive und ich sollte meine wertvolle Zeit nicht damit verschwenden, Güterzüge zu ziehen. Wenigstens würde ich das mit der neuen Lok dann endlich bessern. Neue Lok? Welche neue Lok? Hast du es einfach noch nicht gehört? Der dicke Kontrolleur erwartet jetzt noch eine Lokomotive. Die letzte, die wir bekamen, mit den hölzernen Bremsklötzen, war viel zu klein, um wirklich nützlich zu sein. Aber ich bin nicht klein. Weiter! Oh, James? Ich bin vielleicht nicht so groß wie du, Gordon, aber ich bin größer als Edward. Und mit meinen Holzbremsen ist alles in Ordnung. Solange sie kein Feuer fangen, natürlich. Würdest du nun bitte fortfahren, James? Du versperrst meinen Weg. Meine Bremsen fangen kein Feuer. Sie sind genauso gut wie deine. Gordon hasste es, schwere Güterzüge zu ziehen. Boah. Aber besonders hasste er es, wenn er sie den großen Berg auf der Hauptstrecke hochziehen musste. Ich geb's auf. Was ist denn jetzt los? Komm schon, Gordon. Du versuchst es nicht. Pah, ich schaffe es nicht. Diese lärmenden Güterwagen behindern eine Lokomotive. Wären es Reisezugwagen, das wäre was anderes. Hallo? Hallo? Der Manager der kleinen Eisenbahn war Sir Topham Head. Ich verstehe. Alle nennen ihn den dicken Kontrolleur. Verstehe. Er sorgt dafür, dass alle Züge pünktlich und nach Fahrplan fahren. Oh, okay. Wiederhören. Guten Morgen, Edward. Ich befürchte, Gordon braucht deine Hilfe. Meine Hilfe? Sind Sie sicher? Ja, er kommt den Berg nicht hoch wegen seinen Güterwagen. Angeblich. Okay, Chef. Ich gebe mein Bestes. Hallo, Gordon. Wir sind hier, um zu schieben. Pah, es hat keinen Sinn. Eine kleine Lokomotive wie du? Oh, bitte, Gordon. Versuch's. Na gut, na gut. Hm.
Ich schaff's nicht. Ich schaffe es. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich wusste, dass ich das schaffen kann. Nicht einmal so sehr wie ich. Danke. Als er eine ihm unbekannte Stimme hörte. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wo Netport ist? Ah, du bist doch in Netport. Oh, wirklich? Na gut, dann kann ich ja vielleicht mal ein bisschen was über meine Reise erzählen. Also, Sir Toppen, hat's neue Lok? Oder so, irgendwo in so einer englischen Stadt gebaut, bei oder so. Also, auf jeden Fall, das war so eine ganz komische Geschichte da. Ich sollte eigentlich für den Krieg irgendwo geliefert werden, aber dann bin ich außerdem hier gelandet oder... Edward konnte seinen Augen nicht trauen. Die neue Lok hatte 6 kleine Räder, einen kurzen gedrungenen Schornstein, einen kurzen gedrungenen Dampfkessel und ein kleines gedrungenes Führerhaus. Und jetzt wisst ihr, wie ich auf diese Insel gekommen bin. Das freue ich... Hallo? Was ist los? Hab ich da was im Gesicht? Nein, ist es. Naja, du bist keine große Dampflok. Bin ich wohl? Bist du nicht? Ich war jedenfalls groß genug, um auf dem Festland wirklich nützlich zu sein. Nein! Warte! Alles, was ich meinte, war... Du bist nicht so groß wie ich. Bin vielleicht nicht so groß wie du, aber ich arbeite sehr schwer. Und wer bist du? Ich bin Thomas. Die neue Lok. Oh je. Yeah. Der dicke Kontrolleur hat einen wirklich großen Fehler begangen. Ich dachte, er bringe uns jemanden, der wirklich nützlich ist. Ich bin wirklich nützlich. Haha, um Waggons für uns zu rangieren, damit wir sie ziehen können. Also pass auf, wenn du Glück hast, siehst du morgen, wie ich mit dem Schnellzug hier durchdonnere. Das würde ich ganz sicher beeindrucken. Entschuldige das mit Gordon, Thomas. Ich befürchte, der ist ganz oft so. Ich bin übrigens Edward. Und ich bin James. Hallo, hallo, hallo. Und da kommt der Dick Sir Topham Head. Du bist doch Thomas, meine neue Rangierlok. Willkommen auf Sodor. Ich bin Sir Topham Head. Sehr angenehm. Chef, für dich ist er der Chef. Oh, es freut mich wirklich, Chef. Es freut mich auch wirklich sehr. Also, wie du siehst, bin ich ein sehr fleißiger Mann. Und das hier ist eine sehr fleißige Eisenbahn. Also erwarte ich von dir wirklich nützlich zu sein, jederzeit. Edward will dir zeigen, was du tun musst. Und sei natürlich stets wirklich nützlich. Okay, jetzt können wir von mir aus also wirklich weitergehen. Also, weg jetzt. Er ist eine Lok und nützlich im Gebrauch. Alle anderen Loks bestätigen es auch. Er dampft und pfafft und pfeift, fährt von hier nach da, weil er wirklich fleißig ist und nützlich auch. Ups, Entschuldigung. Das ist der. Oh. Das ist der. Oh. Eine wirklich nützliche Dampflok. Die haben wir, nämlich ihn. Ihn sollte man kennen. Thomas, die kleine Lok. Oh, das ist wirklich nützlich. Jetzt haben wir noch eine kleine Lokomotive, die immer im Weg herumstehen muss. Er muss noch lernen, Gordon. Ich bringe ihm schon alles bei. Thomas? Oh! Er ist eine Lok und nützlich im Gebrauch.
Er mag klein sein, doch trotzdem ist er schlau. Er hilft in jedem Notfall, egal wo und wann, weil er wirklich nützlich ist und er das kann. Das ist er. Das ist er. Eine wirklich nützliche Dampflok, die haben wir, nämlich ihn. Ihn sollte man kennen, Thomas, die kleine Lok. Jetzt pass mal gut auf. Thomas, die kleine Lok. Aufwachen, Faulpelze! Warum arbeitet ihr nicht so schwer wie ich? In dieser Nacht war Thomas die kleinste Lokomotive im Depot. Er freute sich, seinen Freund Edward dort zu sehen. Ah, mir gefällt mein Leben auf Sodor, Edward. Ich kann es kaum erwarten, endlich Züge zu ziehen. Besser lernst du erst, wie man richtig rangiert, Thomas. Ach, mit dem Rangieren kriege ich schon den Dreh raus, Edward. Aber ich möchte doch die Welt sehen. Schneller, schneller, schneller. Dreh dich. Wer ist das? Das ist Henry. Er ist eine nette Lok, aber er fürchtet sich vor vielem. Und er mag keinen Regen. Eine Lok mit angehängtem Zug hatte vom ständigen Regen genug. Als sie in einen Tunnel fuhr, gab sie sich plötzlich äußerst stur. Hier zu warten wäre klug. Sein Lokomotivführer und Heizer schimpft mit ihm, aber lies nicht nach. Der Regen wird meine schöne, grüne Bemalung mit den roten Streifen kaputt machen, sagte er. Die Fahrgäste stiegen aus und schimpften ebenfalls. Doch er blieb im Tunnel, obwohl der Regen aufgehört hatte. Also befahl der dicke Kontrolleur dem Schaffner, ihn mit einem Seil zu verbinden und 1, 2, 3, ziehen! Und alle zogen. Ich habe gesagt, ziehen! Na los, kräftiger ziehen, alle zusammen, er bewegt sich kein bisschen. Außer dem dicken Kontrolleur. Ich meine, mein Arzt, der hat mir das Ziehen verboten. Weil das nichts brachte, versuchten sie, von der anderen Seite zu schieben. 1, 2, 3, schieben! Na los, alle stärker schieben, so kräftig ihr könnt, er bewegt sich immer noch nicht. Schieben? Mein Arzt hat mir das Schieben ebenfalls verboten. Dann haben sie mit einer anderen Lokomotive geschoben. Aber es half nichts. Ja, und dann haben sie die Gleise weggenommen, ihn eingemauert und tatsächlich dagelassen. Der dicke Kontrolleur hat ihn wieder rausgelassen, als Gordon Probleme mit seinem Sicherventil... Halt! Nein, genug! Geschichtenzeit ist jetzt vorbei. Manche von uns müssen morgen ausgeruht sein. Am nächsten Morgen schickte der dicke Kontrolleur Thomas in die Lokwerkstatt, damit er in den Farben der Nordwestern Eisenbahn lackiert werden konnte.
Edward! Guck, Edward, guck! Ich bin blau, genauso wie du! Und du bist die Nummer 1. Heißt das etwa, ich bin der Beste? Die letzte Nummer 1 war ein Kaffeepott. Kaffeepott? Kaffeepott ist ein Spitzname einer Dampflok, dessen Kessel hoch in die Luft ragt. Wie die Dinger, in denen man Kaffee macht. Die Kaffeepots haben früher auf den Nebenstrecken gearbeitet, aber jetzt gibt's keine mehr. Wirklich? Obwohl, ich glaube, auf einem Abstellgleis steht doch einer. Seid jetzt ruhig und bringe mir bitte meine Waggons. Ach, mach du das besser, Thomas. Ich muss heute einen Zug ziehen. Aber ich dachte, wir sollten hier zusammenarbeiten. Tun wir. Und nicht die ganze Zeit. Ach, meine Waggons. Ah, also, wo bringst du uns denn hin? Zu Gordon, der Schnellzug muss gleich los. Wir sind doch kein Schnellzug. Ich bin Annie. Und sie ist Klörbel. Und die Schnellzugwaggons sind auf dem Abstellgleis da drüben. Oh, es tut mir wirklich leid, meine Damen. Ihr seht, bin ich etwas neu hier. Ich bin Thomas. Oh, was für eine süße Lok. Genau, Annie. Hinreißend. Ich sag's dir, Klörbel, da kommt mal ganz groß raus. Thomas sollte eigentlich gar nicht alleine im Rangierbahnhof sein. Aber trotzdem war er den ganzen Tag über sehr fleißig. Oh. Mehr brauche ich nicht. Oh. Hier ist James. Oh, James, Vorsicht! Riechst du etwas Verbranntes, James? Als ob es brennt? Nein, nicht wirklich. Zumindest nicht gewöhnlich. Hallo, Thomas. Hallo, Henry. Henry? Darf ich dich da mal was fragen? Hast du dich wirklich wegen Regen in einem Tunnel versteckt? Ja, Thomas, das habe ich. Naja, Regen ist Wasser, Henry, das Zeug, das du in deinen Kessel füllst. Also warum hast du bitte Angst davor? Ich weiß nicht, Thomas, ich kann es nicht erklären. Ich hab's halt und ich werde deshalb nicht gerne geärgert. Ich ärgere dich nicht, Henry, ich habe nur gefragt. Ich meine, du kannst ihn nicht stoppen. Und du möchtest dich doch nicht die ganze Zeit dafür fürchten, oder etwa doch? Oh, ich fürchte mich nicht die ganze Zeit. Wenn die Sonne scheint, habe ich vor nichts Angst. Hä? Am nächsten Morgen wollte Thomas nicht aufwachen. Sein Feuer ging aus und er hatte nicht genug Dampf. Du musst aufwachen, Thomas.
Der Schnellzug muss gleich abfahren. Gordon wartet sicher schon auf seine Waggons. Endlich setzte Thomas sich in Bewegung. Oh je, oh je. Muss schnell losfahren, muss schnell losfahren. Beeil dich. Beeil du dich. Ja, ich beeile mich. Gordon war immer noch sauer auf Thomas, die sie ihn aufgeweckt hatte. Also fuhr er so schnell los. Wow, wow, dass Thomas nicht da abgekoppelt werden konnte. Halt, halt, warte, halt! Vorwärts, vorwärts! Der arme Thomas fuhr schneller, als er jemals gefahren war. Halt an, halt! Schneller, schneller, schneller! Er war außer Atem, seine Räder taten weh, aber er musste weiterfahren. Edward! Thomas! Au, au! Der Schnellzug fährt durch! Oh. Der Zug bei Bahnsteig 1 ist der Schnellzug um 8.17 Uhr nach Weckerstown. Oh, yeah. Ja, kleiner Thomas, jetzt weißt du, wie es ist, wenn man schwer arbeitet, was? Der arme Thomas fuhr auf ein entferntes Abstellgleis. Und er trank sehr, sehr lange. Am nächsten Morgen war Thomas wieder im Rangierbahnhof. Das ist einfach nicht fair. Alle hier dürfen Züge ziehen, nur ich nicht. Ich darf nirgendwo hinfahren. Ich frage mich, wo diese Waggons hin müssen. Aufwachen, Faulpelze! Judy! Jerome! Ein Notfall! Wo ist der Unfall passiert? Ist irgendeine Lok entgleist? Oder hat wer eine Panne? Ein Feuer? Eine Brücke? Nein, ich wollte nur wissen, wo ihr hin müsst. Das war's schon. Thomas, komm hierher. Entschuldigt bitte die Störung. Die Störung? Unfälle sind doch keine Störung. Ich war Jerome. Ich kann auch nicht erklären, was das jetzt sollte. Naja. Du bleibst von denen weg. Das ist der Unfallzug. Aber warum sind sie dann hier, wenn sie nicht rangiert werden müssen? Kommen die denn nie von hier weg? Nur in ernsten Notfällen. Zum Beispiel, wenn ein armer, hilfloser Waggon entgleist ist. Okay, ich störe sie nicht nochmal. Tada! Die Güterwagen kannst du wegbringen, Thomas. Jetzt brauche ich die Reisezugwagen. Oh, du bist so ein Angeber. Das mag ja sein, aber wartet nur, bis der dicke Kontrolleur mir meine eigene Nebenstrecke gibt. Da ist schon wieder dieser Rauchgeruch. Hä? Am nächsten Morgen ging es Henry nicht gut. Er kam nicht aus dem Depot heraus. Ist es, weil du denkst, dass es heute regnen wird, Henry? Nein, Thomas. Ich glaube, mit meinem Kessel stimmt was nicht. Ich werde meine Waggons heute nicht ziehen können. Eventuell musst du dich ja nur aufwärmen, Henry. Ich hol schon mal deine Waggons. Warum bist du denn heute so fröhlich, Thomas? Wenn Henry krank ist, darf ich vielleicht seine Waggons ziehen. Es ist nicht so leicht, wie du denkst, Thomas. Züge ziehen ist harte Arbeit. Thomas wartete und wartete, aber Henry kam noch immer nicht.
Oh. Holt eine andere Lokomotive, da ist nur Thomas da, Chef. Dann musst du es machen, Thomas. Beeil dich. Ja, Chef. Chef. Thomas setzte an die Spitze des Zuges. Oh. Also Thomas, sei bloß nicht ungeduldig. Warte, bis alles bereit ist. Aber Thomas war viel zu aufgeregt, um richtig zuzuhören. Er hörte die Pfeife des Schaffners und fuhr los. Ohne überhaupt angekuppelt zu werden. Thomas, halt, stopp, komm zurück. Aber Thomas hörte ihn nicht mehr und fuhr los. Ich hab's geschafft, ich ziehe einen Zug. Thomas, wo willst du denn hin? Ich dachte, du sollst zum Rangierbahnhof sein. Siehst du denn nicht, dass ich einen Zug ziehe, James? Hahaha. Henry behauptet immer, dass er schwer Züge zu ziehen, aber ich finde es ganz leicht. Ja, verstanden. Okay. Schnell, geh raus. Thomas, halt! Die freuen sich für mich. Noch nie haben sie gesehen, wie ich einen Zug ziehe. Es ist nett, dass sie mir zuwinken. Oh, nicht doch. Beim Signal muss ich halten und dabei war ich gerade so schön in Fahrt. Signale können ganz schön ein Nervensägen sein. Hallo Thomas, wo wärst du denn hin? Ich ziehe hier gerade einen Zug, siehst du das denn nicht? Wirklich? Wo sind denn deine Waggons? Oh nein! Am Bahnsteig redeten alle Fahrgäste durcheinander. Sie beschwerten sich beim dicken Kontrolleur, wie schlimm diese Eisenbahngesellschaft war. Bitte, alle zusammen, beruhigt euch. Wir werden wirklich schnellstmöglich eine Ersatzlokomotive finden, die... Oh. Tut mir leid, Chef. Tut mir wirklich leid. Ich hab doch gesagt, du sollst warten, bis alles bereit ist, Thomas. Also wurde Thomas nun angekoppelt. Und die Fahrgäste stiegen ein. Fertig? Ja, Thomas. Jetzt kannst du losfahren. Seit diesem Tag wurde Thomas ganz oft von den anderen Lokomotiven ausgelacht. Oh, Thomas, ich bin so froh, dass du hierher gekommen bist. Dank dir haben wir immer einen guten Grund zu lachen. Der dicke Kontrolleur wird mich nie wieder einen Zug ziehen lassen. Aber ich möchte doch entdecken und tun. Ich möchte die Welt sehen. Kopf hoch, Thomas. Wenn du wirklich was tun möchtest, dann zieh morgen doch meinen Güterzug. Ich passe dann auf den Rangierbahnhof auf. Wirklich? Würdest du das wirklich für mich tun? Ja, Thomas, will ich. Aber jetzt schlafen wir ein. Oh, Edward, ich wünschte, es wäre morgen. Am nächsten Morgen platzte Thomas fast vor Aufregung. Sind es die da oder die? Welche sind es denn, Edward? Die da, Thomas. Aber warte, ich muss dir noch etwas sagen. Ich weiß. Ich muss angekuppelt werden, bevor ich losfahre. Glaub mir, ich habe meine Lektion bereits gelernt. Au, ey, hör damit auf. Güterwagen können dich reinlegen. Thomas, das ist anders als im Bahnhof. Wenn du nicht aufpasst, bist du von den Schienen. Sei nicht albern, Edward. Du machst dir einfach zu viele Sorgen, wie Henry. Die Dampfloks denken immer, dass sie schlau sind.
Und deshalb stoßen sie uns nur herum. Das machen sie am Bahnsteig und auf dem Abstellgleis. Thomas wird dafür aber jetzt endlich mal bezahlt. Thomas, pass bloß auf! Thomas sieht den Zug die Strecke lang. Er ist glücklich, denn er denkt, dass er das kann. Doch dann schmieden die Wagen einen fiesen Plan. Vorsicht, Thomas, pass auf, Thomas, bleib bloß auf der Bahn. Vorwärts, vorwärts! Als Thomas dann den großen Berg erreicht. Der Zug ist viel zu schwer für mich, er weicht. Rückwärts, rückwärts! Und bald schon ist er oben, es passiert ungelogen. Weiter, 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 rufen die Waggons. Denn diese Güterwagen bringen die Loks aus dem Tag. Güterwagen bringen die Loks von dem Gleis. Erst stoßen sie, dann schieben sie, bis sie zu schnell sind. Und dann stoßen sie noch einmal und sind vom Gleis geschwind. Güterwagen bringen die Loks aus dem Tag. Güterwagen bringen die Loks von dem Gleis. Es ist egal, wie groß sie sind, der Spaß bleibt immer gleich. Güterwagen behandeln alle gleich. Es ist egal, wie groß sie sind, der Spaß bleibt immer gleich. Güterwagen behandeln alle gleich. Thomas, was machst du denn hier? Und warum bist du so schnell gefahren? Ich habe Edward Waggons gebracht, Chef. Die haben mich geschoben. Du hast doch viel über Güterwagen zu lernen, kleiner Thomas. Und deshalb habe ich auch Edward gebeten, diesen Zug auszuliefern. Und wenn du nicht lernen willst, beziehungsweise nichts richtig zuhörst, dann muss ich dich eben ins Depot schicken, bis du genug gelernt hast. Nein, Chef. Bitte nicht, Chef. Ich möchte lernen. Ich möchte eine wirklich nützliche Lokomotive werden. Der dicke Kontrolleur schimpfte nicht nur mit Thomas, er schimpfte auch mit Edward. Und beide Lokomotiven mussten im Rangierbahnhof bleiben, solange bis Thomas von Edward genug gelernt hatte. Das tut mir so leid, Edward. Alles meine Schuld. Schon okay, Thomas. Wenigstens arbeiten wir wieder zusammen. Ich frage mich, wer diese Waggons ziehen soll. Henry! Thomas, wo willst du denn jetzt hin? Du musst doch hier bleiben. Thomas fuhr schnell zum Depot, um Henry zu suchen. Henry, deine Fahrgäste warten. Du ziehst den Zug, Thomas. Dir gefällt das doch. Nein, Henry, du ziehst ihn. Und nebenbei, ich und Edward müssen erstmal hier bleiben. Und ich muss hier im Depot bleiben. Es regnet, Thomas. Sehr stark. Aber Henry, willst du denn nicht deinen Zug ziehen? Willst du denn nicht die Schienen entlang schlendern? Das ist nur Wasser, Henry. Komm schon, nur kleine Wassertropfen. Das ist Regen. Wasser. Das, was in den Kessel kommt? Ganz genau. Deine Fahrgäste warten, Henry. Schau, das ist nur Wasser. Es läuft schnell herunter. Es ist nur Wasser! Nur Wasser! Thomas war am Rangierbahnhof sehr fleißig. Ihm war klar, dass er nicht ganz so clever war, wie er dachte. Aber er wollte alles über Güter- und Personenwagen lernen, was er konnte, um wirklich nützlich zu sein. Der dicke Kontrolleur wird heute Nachmittag hierher kommen, um zu sehen, wie du dich machst. Ich mache mich doch nur in Ordnung, oder? Aber natürlich, ich glaube, du weißt schon fast genauso viel über Güterwagen wie ich. Oh.
Fast schon. Das war auch meine Absicht. Hilfe, Hilfe! Die schieben mich! Die schieben mich! Weiter, weiter, weiter! James! Thomas! Thomas! Hierher! Oh! Ah! Oh je! Hilfe! 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 Weiter schieben! Schneller! Ich möchte aber überhaupt nicht schneller! Meine Bremsen! Nein! Halt! Ich will anhalten! Ja, schneller! Oh, Thomas! Benutze deine Bremsen! Benutze deine Bremsen! Ich kann nicht! Meine Bremsblöcke brennen! Die sind aus Holz! Ich werde versuchen, mich von hinten an dich anzukuppeln, James! Ich werde versuchen, dich zu bremsen! Schneller, schneller, schneller! Koppel mich an! Koppel mich an! Ich muss James irgendwie verlangsamen! Stimmt. Okay. Oh nein! Versuch's nochmal! Versuch's nochmal! Ja. Oh. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen es versuchen. Wow. Okay. Ja. James! Edward hatte recht. Güterwagen können eine Lokomotive von den Schienen werfen. Aua. Keine Sorge, James, bleib wo du bist und ich hole Hilfe. War das nicht Thomas? Wacht auf! Wacht auf! Ein Notfall! Judy, Jerome, ein Notfall! James ist gerade entgleist! Seine Bremsen haben gebrannt! Okay, wir sind bereit! Crew an Bord! Los geht's! Thomas, was glaubst du, was du da... Tut mir leid, Chef, aber das hier ist ein Notfall! Oje, oje, Vorsicht, Vorsicht! Das wird euch eine Lehre sein, das wird euch eine Lehre sein! Hast du ihn da vorne, Jody? Ja, Jerome, heben wir ihn an. Okay, los geht's! Oh, oh. Keine Sorge, wir haben dich. Alles gut. Schließlich stand James wieder auf den Schienen und der dicke Kontrolleur kam, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Gute Arbeit, Thomas. Würdest du James nun bitte in die Lokwerkstatt bringen? Du weißt, wo es lang geht? Ja, Chef. An dem Ort wurde ich blau. Hohoho, ja, genau. Hurra! Ja! Hurra! An diesem Abend waren die anderen Lokomotiven sehr fröhlich, Thomas wiederzusehen. Gute Arbeit, Thomas. Heute warst du wirklich die beste Lok. Sogar Gordon war beeindruckt.
Was du getan hast, war fantastisch. Wirklich nützlich, das würde ich sagen. Also, James hat kleinere Reparaturen hier und da bekommen, neue Bremsen und neue Bemalung. Und du, Thomas, durch deine Selbstständigkeit, Mut und Heldenfähigkeit hast du dich als würdig erwiesen für deine eigene Nebenstrecke. Nebenstrecke? Schön für dich. Aber wer wird unsere Waggons rangieren? Schlepptenderloks sind nicht dafür gemacht, um zu rangieren. Ich weiß nicht, Gordon. Aber es sieht so aus, als müsstet ihr erstmal eure Waggons selbst rangieren, bis ich eine weitere Rangierlokomotive wie Thomas besorgen kann. Aber... Ein paar Tage später war Thomas wieder im Rangierbahnhof, als eine Lokomotive sich zu ihnen gesellte, die sie noch nie zuvor gesehen haben. James? Bist das wirklich du? Ja, ich bin es. Wie findet ihr meine neue Farbe? Wow, James, sie ist super. Ich weiß. Jetzt brauche ich meine Waggons. Jetzt sind wir Thomas Reisewagen, James. Genau. Und eine eigene Nebenstrecke hat er jetzt auch. Los, um die Welt zu sehen, Thomas? Ja, Edward. Das bin ich nun. Aufwachen, Faulpelze. Eine wirklich nützliche Dampflok fährt jetzt durch. Oh, wie überaus demütigend. Erst eine Lok und nützlich im Gebrauch. Und der dicke Kontrolleur, der weiß es auch. Er gibt ihm eine Strecke, die ihm allein gehört, weil er wirklich fleißig ist und nützlich auch. Das ist er, eine wirklich nützliche Dampflok, die haben wir, nämlich ihn. Ihn sollte man kennen, Thomas, die kleine Lok. Du bist wohl die neue Nummer 1. Ich bin Thomas. Pass auf die Strecke gut auf, Thomas. Und sei die Nummer mit Stolz. Na da keine Sorgen, Herr Kaffeepott. Das werde ich. Auf mich können Sie sich verlassen. Ich bin nicht Herr Kaffeepott. Ich heiße Glenn. Er ist eine Lok und nützlich im Gebrauch. Und der dicke Kontrolleur, der weiß es auch. Jetzt hat er eine Strecke, die ihm allein gehört, weil er wirklich fleißig ist und wunderbar. Das ist er, eine wirklich nützliche Dampflok, die haben wir, nämlich ihn. Ihn sollte man kennen, Thomas, die kleine Lok. Die kleine Lok ist immer da, wenn du mit was Hilfe brauchst. Wenn du etwas selber gar nicht schaffst, ist er für dich da. Das ist er. Das ist er, eine wirklich nützliche Dampflok, die haben wir, nämlich ihn. Ihn sollte man kennen, Thomas, die kleine... Aber ich bin nicht klein.